Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Delicious 2. Wir machen heute weiter mit dem italienischen Restaurant, denn wir haben im letzten Part das Bistro abgeschlossen und können endlich das italienische Restaurant führen. Und hoffentlich können wir dann in 3-4 Parts die Cafeteria wieder aufmachen. Also, ich würde sagen, starten wir gleich los ohne Wenn und Aber. Und es kommen gar keine Cutscenes, okay? Und wir müssen 900 schaffen. Okay, wir müssen Pasta machen. Oder was auch immer das. Was, nein, das ist Pasta. Und diese italienische Musik. Oh, wie schön. Geht das gleich? Ah, es geht gleich. Perfekt. Kann ich auf sie noch warten, oder? Nicht so unbedingt, hätte ich gesagt. Also, in der letzten Folge habe ich tatsächlich irgendwie Englisch gesprochen und Englisch-Deutsch und mich eigentlich darüber beschwert, dass das, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Egal. In der heutigen Folge möchte ich über reden. Ach nein, ich habe ja... Verdammt, ich habe vergessen, dass ich keine Putzkraft habe. Und ich habe vergessen, dass ich gerade voll die Scheiße mache. Wollt ihr vielleicht Kaffee? Cappuccino? Nein, okay, nicht. Ich habe vergessen, dass ich hier keine Putzkraft habe. Aber sie will den Cappuccino, das freut mich. Über was könnte ich tatsächlich reden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich mag Pizza. Ja. Und was mit dir so? Mögt ihr auch Pizza? Mögt ihr Käse? Weil es gibt Leute, es gibt tatsächlich Leute, die mögen keinen Käse. Also ich rede jetzt nicht von den Leuten, die allergisch auf Milchprodukte sind. Das meine ich nicht, sondern die nicht allergisch sind und keinen Käse mögen. Das ist einfach so für mich so... Was? Ich mag total gerne Käse. Ich weiß nicht, ich liebe Käse. Außer Schimmelkäse, den finde ich eklig. Das verstehe ich, wenn das keiner mag. Ich meine, das so richtig normalen Käse, zum Beispiel Käse in, ich weiß nicht, auf Burgern und in Burgern sowas, ne? So, dann muss ich hier den Tisch putzen, Dann muss ich die Olle kassieren hier, muss ich den Tisch da oben putzen. Mein Gott, ich will meine Putzkraft wieder haben, Franco! Warten Sie bitte kurz, ich muss hier die Tische putzen. Und ich habe auch noch über Stardew Valley gesprochen. Vielleicht ist sie jetzt, soweit ich weiß, auf Deutsch rausgekommen noch. Ich hoffe, ich habe es gekauft. Ich bin dann eigentlich irgendwas noch mit Hearts Medicine gekauft. Und irgendwie will sich mein Headset nicht aufladen, weil... Oh, jetzt... Ja, weil ich nicht hingucke, dann geht es, ne? Verarscht von anderen Spielen. Ja, chillt euer verdammtes Leben, Mensch! Blöde Dumpfnasen. Und ich hasse Menschen, die zu mir blöd sind, sag ich mal so grundsätzlich. Oder meinen, mich zu kennen. Dann irgendwelche blöden Behauptungen auf den Tisch legen, was eigentlich gar nicht stimmt. Und ich rede davon Konsumenten, die irgendwo etwas kaufen und meinen, sie müssen alles besser wissen, was nicht stimmt. Ich hatte diese Woche, wann hatte ich Frühdienst? Am Dienstag. Der meinte zu mir beinhart am Telefon, ich sei eine angepisste Person, die auf Kundenfragen sehr angepisst reagiert.
was eigentlich ja gar nicht stimmt. Ich meine, ein Teil davon stimmt. Ich bin dann angepisst geworden, nachdem ich dem Typen 5-mal sagen musste, dass sich die zuständigen Kollegen bei ihm melden und er das nicht akzeptiert hat, dass er bei mir falsch ist. Und er daraufhin halt eben meinte, ich sei eine angepisste Person, wenn ich schon auf Anfragen so reagiere. Also, keine Ahnung, weiß nicht, was ein Problem war. Was ein Problem war, dass er die Lieferung nicht bekommen hat, weil anscheinend irgendein Fahrzeugausfall war, von dem ich nichts wusste, weil er bei mir falsch war. Deswegen wusste ich ja davon nichts. Und er ja so arrogant angerufen hat, ja, funktioniert, wollte mich erkundigen, wie es ihren Fahrzeugen geht. Und ich mir einfach nur dachte, what the fuck is going on here? Ne? Also war eigentlich er dann gepisst und nicht ich. Und er auch die ganze Zeit gemeint hat, ja, es gibt ja bei uns Arbeitszeiten, ja, was interessiert mich dann, wann die andere Abteilung anfängt. Das ist ja nicht, ich bin ja nicht deren Mutter, erstens, und zweitens, das ist ihre Sache, wann sie aufkreuzen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen mancher Leute vorgeht, wenn sie, sagen wir mal, bei einer Spedition anrufen. Also ich bin jetzt nicht bei einer Spedition, ich bin in einem Paketdienst. Aber was in deren Köpfen vorgeht, dass sie nicht kapieren, dass wenn sie mich beleidigen, persönlich beleidigen, sage ich jetzt mal, ich zu ihnen gerichtlich vorgehen kann, weil ich ihre Adresse und alles habe, checken die das nicht. Ich habe deren Adresse, ihren Namen, ihre Telefonnummer. Und wenn die mich beleidigen, kann ich bei denen, ja, chillt euer Leben, eigentlich vors Gericht ziehen, dass sie eigentlich, sag ich mal, nein, meine Gäste sind gegangen. Dass ich gegen sie richtig vorgehen kann. Haben die nicht gezahlt jetzt? Seriously? Die haben nicht gezahlt? Ernsthaft? Meine Fresse. Jetzt hätte ich gleich eine angepisste Person. Nein. Also es war so eine Sache, wo ich mir echt dachte, wollen die mich ernsthaft auf den Arm nehmen? Solche. Nein! Ach. Und da habe ich auch gleich gesagt, nee, ich telefoniere mit dem Typen nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ja, die Kollegen werden sich bei ihm melden, ne? Und das so. So, ja, die Kollegen werden sich melden. Ja, dann wollte meinen Namen wissen. Ich meine, was will er jetzt machen? Will er zu der, wo er das Gerät gekauft hat, sich beschweren über mich? Die kennen mich ja nicht einmal dort. Mein Gott. Und er freut sich darüber, dass ich ihn nicht kontaktiere. Das freut mich auch. Ich will mit ihm auch nicht mehr reden. Ich kann ja mit meinem Anwalt reden. Ja, wie schnell die angepisst hier werden, nur weil sie so langsam ihre scheiß Soße da herumnimmt. Wieso nimmst du das nicht zweimal, wenn ich zweimal klicke, Mädchen? Och, Gottchen, Ebeli. Ich glaube nicht, dass ich das Expertenlevel hier jemals schaffen werde. Ich schaffe nicht einmal das normale Ziel. Könnte sich ausgehen. Wenn die mir jetzt 50 geben, könnte ich es ausgehen. Aber so richtig knapp. Wenn ich habe so das Gefühl, dass ich gegen, na, 1.209. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Onkel Antonio ist froh, dass sein italienisches Restaurant wieder offen ist. Ich nicht, weil es ist voll kacke zum. Nein, ich muss doch noch Pizza machen. Bei Pizza klickst du erst auf den Boden, dann auf den Belag. Machen wir mal. Ein bisschen Pizza. So, jetzt haben wir genug Pizza erstmal. Auf Vorrat. So, Pizza, Pizza, Pizza. So. Ich
freue mich, wenn wir dann eine Putzkraft haben wie Franco wieder. Einmal das und einmal Pizza. Dann kann ich gleich wieder Pizza machen. Sind das Teigtaschen oder was ist das? Ich muss sagen, ich krieg eigentlich voll Hunger, aber ich darf nichts essen mehr. Weil ich abnehmen muss. Es ist echt voll schwer, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss jetzt damit anfangen, sage ich mal, weil ich mich die letzten Wochen sehr ungesund ernährt habe. Und mit ungesund meine ich sehr, sehr ungesund. Chinese, Pizza, Mäcki. Ja. Das 2 Wochen lang ist nicht gerade die beste. Voraussetzung von einem Körper, von einem gesunden Leben, sag ich mal. Kassier schnell, kassier schnell, kassier schnell. So. Ja. Das war das heutige Thema. Ich bin eine angepisste Person. Nur so zur Info. Wusste ich selber nicht. Ah, okay. Ah, da. Gut. Tja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber ich sehe auch nicht ein, dass ich mich dann verstellen muss oder so. Ich muss sagen, ich war am Montag angepisst, aber der Typ hat mich am Dienstag angepisst. Und dann dachte ich mir auch so, mit dem Typen rede ich nie wieder in meinem Leben. Sollte jemals wieder anrufen. Oder sollte irgendwer denselben Nachnamen tragen wie er. Also ich weiß definitiv, dass ich mit keiner Person rede, die den Nachnamen Hofer hat oder Palmer. Oder Palme, keine Ahnung. Mit diesen Menschen werde ich nie reden. Nini. Und ich hoffe, den Typen, dass er eine Waschmaschine dir gekauft hat, gehabt hat dies. Und dass er sich die nicht wieder bei der Firma kauft, wo er sie gekauft hat. Ich hoffe es für ihn. Ups. Weil sowas mache ich ganz und gar nicht, wenn man mir irgendwas unterstellt, was eigentlich gar nicht stimmt. Das finde ich mich die übelste Frechheit tatsächlich. Dann schnell abcashen hier, bevor die sauer werden, die Leutchen. So. Diese Tomatenkacke finde ich echt kacke. Ich habe so ein Gefühl, dass wir in diesem Restaurant irgendwie so ein Geigenspiel oder sowas bekommen. Weil, ich sage mal ganz ehrlich, die Freundin von Marcello würde hier gar nicht reinpassen, weil sie einfach viel zu clownig dann wäre. So, ich werde mich aber erstmals um die Herrschaften hier kümmern, weil die doch schneller sauer werden als die Oldies. Weil die Oldies doch ein bisschen ein besseres Gemüt haben als Businessleute. Businessleute sind ja so, ja, schnell, schnell, schnell. Was eigentlich gar nicht stimmt, weil die Businessleute lassen sich immer verdammt viel Zeit. Die gehen ja meistens 2 Stunden auf Mittagspause. Zumindest ist es bei unseren Chefetäten so. Ich einfach mal 2 Stunden auf Mittagspause sehen und du denkst so, ja geil. Und ich darf mal gerade eine halbe Stunde Pause machen. So, Tomaten mal. Wieso geht sie eigentlich immer da lang? So. Jetzt brauchen wir nur noch das Expertenziel. Das kann ja heiter werden. So, so. Das, das und das. Aber das sollten wir eigentlich auch hinkriegen. Das sollten wir locker hinkriegen. Mit hier mit den Business-Leuten läuft das ja schon hier.
Warum rede ich so behindert? Ich weiß es nicht. Ich mach die Musik komplett fertig mittlerweile. Ich meine, ich finde italienische Musik ja nicht schlecht, diese Musik hier, aber mit nach einer gewissen Zeit geht das einem echt auf den Keks. Finde ich halt zumindest. Ich will immer noch wissen, was das ist. Was bist du jetzt schon wieder sauer? Genießt die wunderschöne Musik. Vor allem, er hat nicht mal lange gewartet. So, und jetzt noch hier oben den Tisch putzen. Und dann haben wir das Level auch abgeschlossen. Okay, dann werde ich mir noch ein bisschen Deko hier kaufen. Und dann kaufen wir eine schönere Beleuchtung. Oh. Franco, ich mag kaum Fragen. Nein, ich will nichts mehr hören. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Niemand räumt die Tische so ab wie du. Du weißt, ich kann nicht nein sagen, aber das ist wirklich das letzte Mal. Ich muss mich um mein eigenes Geschäft kümmern. Welches Geschäft? Such dir nächstes Mal ein anderes Opfer. Nein. Es ist wirklich das letzte Mal versprochen. Nächsten Level dann wieder. Und dann wieder. Das wird das letzte Mal sein, dass Franco mir hilft. Wuhu, dann haben wir jetzt Franco tatsächlich in meiner Gebete wohl tatsächlich erhört. Dass ich jetzt endlich Level 4 eine Putzkraft dazu. dazu bekomme. Aber okay, ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Delicious 2 und nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao!